So, wir machen Project Cars 4. Ist jetzt der perfekte Zeitpunkt dafür. Es wird immer einfacher, hier die richtigen Sachen auszuwählen. Jetzt haben wir ein Problem. Ich glaube, ich mache das auch nicht. Ich glaube, wir entwickeln noch für die alten. Die neue Konsole kann die alten Spiele spielen. Auf der anderen Seite, es gibt noch keine Sechser-Konsole auf dem Markt von der Technik her. Die sind mir durchgerutscht. Kaufen wir auch noch. Doch, es gibt die GameStation 3 und die Minisoft Y-Box. Dann sorry. Dann machen wir ein Sechser-Spiel. Nehmen wir von denen eine Konsole mit, ist die große Frage. Nee, machen wir nicht. Hast du recht. Wer unser Spiel spielen will, braucht einen PC oder unsere Konsole. Im Sound sind wir noch nicht auf Level 3, Level 6, Entschuldigung, nicht 3, 6. Das ist auch interessant. So, dann packt mal aus hier. Was haben wir denn alles falsch gemacht im letzten? Es ist zu einfach. Immer noch. Es ist zu viel Gewalt drin. Okay. Besseres Missionsdesign hätte man sich gewünscht. Bessere Spieltiefe hätte man sich gewünscht. Story. Story 0. Missionsdesign ging hoch. Spieltiefe ging hoch. Nee, Innovation ging nicht hoch. Dann geht Innovation 1 runter und Story auf 1. Ja. Wir brauchen keine Checkpoints, wir brauchen keine Passwort-Saves und wir brauchen keine Cheatcodes. Dann kommen wir mit 18 Millionen hin. Ich wollte keinen Tisch nehmen. Ich wollte einen Auftrag geben. Also, ich meine, ich muss auch immer so lachen, wenn ich lese, was die Leute über Kerbal Space 2 schreiben. Genau aus den Gründen, die wir hier sehen. Du zahlst 18 Millionen für irgendein Spiel zu entwickeln, was noch nicht mal top-notch ist, ja? Auf gut Deutsch. Und die meinen, das könnte man dann für 10 Euro verkaufen. Motion Capture, genau. Sorry. Vielen Dank fürs Erinnern. Marketingkampagne fürs Spiel. Wir fangen an mit Top-Streamer.
Packen noch eine TV-Werbung drauf und dann ist gut. Könnten wir hier schon eine Handheld machen? Wir können eine 6er Handheld machen. Ja, what the heck? Aber dann sowas von. Auf wie geht's? Gerade nochmal reingucken. Es ist wirklich alles der Top-Standard. Wie lange habe ich denn das jetzt ignoriert, dass ich Top-Standard habe? Zu lang. Ich bin so gewohnt, dass die Bildschirme ewig brauchen, bis sie nachkommen, dass ich nicht davon ausgegangen bin. Dass wir eine Handheld-Konsole machen können. Wenig genügend Geld, dann geht man halt ins Minus. Wollen die mich jetzt schicken? Dann warten wir halt noch 5 Minuten. Die machen ja gerade, als wäre ich hier am... Das ist eigentlich ein Fehler, was ich hier mache. Nee, die Bankkredit wird noch dazugerechnet, aber 73 plus 40 Millionen sind halt immer noch keine 133 Millionen. Das ist ein Fehler, den ich hier mache. Donk 4 hat noch guten Abverkauf, den können wir noch mitnehmen. Dann die neue Konsole und die neue, also die alte Handheld. Doch, habe ich doch vorhin gemacht. Vorhin habe ich eine Konsole gebaut und bin 40 Millionen ins Minus. Weil es vom Bankkredit gedeckt war. Und hier reicht halt nicht. 133 Millionen sind das halt nicht zusammen. Dann geht das vielleicht erst seit Freitag, aber es ging. Definitiv ging's. War schon mehrfach im Minus wegen Konsolenentwicklung oder Spieleentwicklung. So, Spezialmarketing. Ja, wir sind da noch nicht so weit. Wir machen einfach eine TV-Werbung. Ist am leichtesten. So, was machen unsere Tochterfirmen? Die sind beide kurz davor, ihre Top-IPs rauszuhauen. Der macht Pro Skater? Ich dachte, Moment. Ach nee, das war Return of Dingens. Ja, aber Pro Skater ist doch dann wieder eine neue IP, oder sehe ich das falsch? Schaffen die dann? Ja, Archer ist vom Markt, dann können wir mal gucken hier. Können immer gucken, wir haben hier noch Project Cars 3. Da können wir direkt mitnehmen, solange das andere sich entwickelt. Können wir hier noch die Game of the Year Edition verkaufen, weil gerade Rennspiele hip sind. Dann macht er die verlorenen Millionen wieder weg. Na gut, die 200.000.
Add-on-Bundles gibt. Ich mache zu wenig Add-ons. Ich kann nie Add-on-Bundles raushauen. So, Ping 5 können wir abhaken. Ne, das ist immer noch da. Geht immer noch nicht, weil Game of the Year auf dem Markt ist. Ha? Wir machen ein Game Bundle. Wir sortieren nach Namen und gucken mal durch. Das sieht gut aus. Wir nehmen Archer 2, Archer 3, Chemikus und Chemikus 2. Wobei, Moment. Ne, wir machen Archer. Nur 3 Archer. Und nennen das Ganze Archer Bundle. Hat zwar nur 4 Sterne, aber immerhin. Wir schreiben noch dazu, wie viel. 1 bis 3. Dass wir wissen, okay, das nächste Bundle muss dann 4 bis irgendwas sein. So, wir können es digital verkaufen. Wir können es standardmäßig und digital verkaufen. Wir haben 4,50 Produktionskosten. Weil das Bundle eben 4 Dollar Produktion kostet und dann noch die Anleitung. Jetzt können wir hier einen Preis bestimmen. Wir können 39,99 da drauf kleben. Unglaublich, aber wahr. Da können wir nochmal richtig Kohle verdienen mit. Das probieren wir auch mal. Mal gucken, ob sie das bezahlen. Immerhin, es sind ältere Titel. Es ist nur ein 4-Sterne-Bundle. Und für das haben wir, glaube ich, so gut wie keine Werbung am Laufen. Wir machen es billiger. Ich habe mich gerade selbst billiger geredet. Machen wir 29,99. Für 14 hatten sie gerade eben die Budget Games und jetzt sind die 14 zusammengerechnet 30. Ja, passt. Nächste Woche. Bumm. So, hat dummerweise überhaupt keinen Hype. Guck mal, ob wir über die Marketingabteilung irgendwas hinkriegen können, was irgendwie sinnvoll ist. Okay, es hat 30.000 verdient. 10 Seconds hat uns 21 Millionen eingebracht. Es hat uns 30.000 eingebracht. Dann bewerben wir es nochmal in Spielezeitungen. Irgendwie. Habe ich mir mehr erhofft. Wieso macht er zweimal Radiowerbung? Wegen einem Punkt nochmal. Scheibenkleister. Das war nix. Da habe ich nicht aufgepasst. Wir müssen die Automation wegmachen. Gehen die Vorlage. So, und dann machen wir hier mal Konsole entwickeln, neuen Handheld. Gucken, ob wir irgendwas Neues hatten. Müsste ich eigentlich woanders gucken, ob wir irgendwas Neues hatten. Nee, wir haben nichts Neues. Das ist alles das Beste vom Besten. Dann kann ich mit leben. So, Mobile Box 6. One Military Camp bleibt.
neue Spiel gibt's ja noch nicht. Die 5er Konsolen sind die Vorgänger, die sind kompatibel. Wir wollen alle Features. Und jetzt können wir das sogar aus der Portokasse bezahlen. Jetzt haben wir die Kohle sogar bar. Und los geht's. So, ich glaube, bei 58 muss ich Schluss machen. Ich habe den einen Fehler gemacht, das hat mich 50.000 gekostet und nichts gebracht. Einen einzigen Halbpunkt. Das hat alles ein bisschen durcheinander gebracht hier. Es ist schon brutal, ey. Normalerweise müsstest du die ganze Ding durchgehen hier. Machen wir auch. Weil ist billiger. Ist halt nur aufwendiger. Ja, aber das kann ich mir gerade nicht leisten. Außerdem sind die MMOs hier drin auch ein bisschen anders wie im Vorgänger. Die bringen nicht so richtig viel Geld. Mir fehlt ein großes Free-to-Play. Das wird Kohle bringen. Blizzard ist Publisher des Jahres. So, das Archer Bundle verkauft aber noch. Und das ist gut. Aber das hier, das geht natürlich viel mehr ab. Pink 5 Classic. Nee, eigentlich nicht. Die sind nicht spezialisiert. Nö. Das wollte ich weglassen, weil ich gesehen habe, dass die zu viele Namen und Marken haben. Das ist auch nur vertrieben von denen. Das kommt von 3D Reality und wird gepublished nur bei Electronic Arts. Macht aber nichts. Wir verdienen trotzdem mit. Von allem, was die verdienen, kriegen wir die Hälfte. Dafür müssen wir halt die monatlichen Verwaltungskosten tragen und müssen die Teams bezahlen. Das war auch sowas. So, wir arbeiten langsam die Konsole hoch. Die sollten sich echt eilen mit Project Cars 4. Dann jetzt zu den Top-Streamern. Premier Club Manager Plus Add-on. 6 Millionen. Donk, auch nochmal 5 Millionen gebracht. Jetzt kaufen die Leute von der Mobile Box 5 die Dev-Codes und wir haben die 6er draußen. Auch nicht normal. Nuclear Fallout 3 kommt bestimmt von Bethesda. Oder sowas. Und wird nur vertrieben über die.
Also wir haben Platz 2, Platz 3 und Platz 4 der Charts über die Tochterfirmen. Deshalb verdienen wir auch gerade richtig Kohle. Und natürlich über die Konsolen und natürlich über... Also wenn du es mal geschafft hast, dann sind die Einkommensströme hier so groß, dann kannst du fast gar nicht mehr pleite gehen. Ich meine, wir können fast die nächste Konsole direkt hinterher produzieren. So, wir wollen eine Vorabversion an die Presse geben. Und einen Überhype versuchen. Wieder nix. Marktforschung. Was kommt denn als nächstes? Boah, wir haben nur noch 11 Wochen. Die sollen fertig werden hier. Was machen die denn so lang? Teilungen sind zu klein, wir müssen größer bauen. Ich habe eh so eine komische Idee im Kopf. Ich glaube, die machen wir auch mal. Wir werden gleich wieder umbauen, massiv umbauen. Fortsetzen, die sind noch nicht fertig. Was sagt die Marktforschung? Hat sie irgendwas rausgespuckt? Nicht so wirklich. Unsere Konsolen tauchen hier nicht auf, das macht mir Angst. Also die eigenen Konsolen nicht im Game Pass zu haben, das piekst mich schon. Aber wir können bald. Weil was wir hier rausgebracht haben, hat auch die 6er. Und die 6er, die hat 4 Spiele draußen. Das nächste Spiel, was wir rausbringen, ist auch für die 6er. Dann haben wir die 5 Spiele und dann kriegen wir die Konsole hier rein. Ja, Third Person, aber ich kann's nicht. Ich hab da null Bezug zu. Aber gucken, was da kommt. Das sind beide Third Person Shooter. Die kommen nur leicht zu früh. Das geht noch nicht. Na, ich weiß nicht, ob die beiden Boxen dann da rein... Ich meine, das, wir haben Abwärtskompatibilität. Das bedeutet, die hier kriegt von den Boxen die Spiele. Da kommen wir auf 4. Jetzt machen wir für diese Konsole und 5. Aber die zählen ja für die hier nicht. Also das Archer-Bundle marschiert gerade. Ganz gut. Ich bin am überlegen, ob wir nochmal fürs Archer-Bundle nochmal Werbung machen sollen. Mal so eine Internetanzeige. Das Problem ist, die neue Box ist fertig. Konsole veröffentlichen. 20. Gewinn machen.
Das ist der heißeste Scheiß ever. 10 von 10 habe ich ja noch nie gehabt. Ich meine, die verkaufen sich auch noch, so ist es nicht. Trotzdem laufen die schon ins Plus und alles, ne? Werbung machen? Für was? Die ist bei 100. Und jetzt nehmen wir sie mit. Wir müssen sie noch eingeben bei... Upsa. Wir müssen sie noch einstellen bei den Tochterfirmen. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Und Ping 5 nehmen wir mit. Jawohl, ja. Jetzt geht beim Archer Bundle gleich noch richtig der Punk ab. Komm. Verkauft mehr. Verkauft mehr. Jetzt sind sie durch hier. Wir können releasen. Die Bugs sind raus. Wir wollen... Oh, wir machen mal was ganz anderes. Wir vertreiben das mal nicht selbst. Wir geben das mal an Electronic Arts. Die uns $20 geben für die verkaufte Stückzahl. Und die volle Marktstärke von EA nutzen. Bin mal gespannt, wie das jetzt läuft. Das muss ich mir angucken. Prozent. Achtung. Naja, ich hätte mir jetzt mehr erwartet. Wir sollten vielleicht noch einen Patch machen. Ah, es wird schon mehr. Wo sind wir zu Hause? Tochterfirmen. Die sollen jetzt auch für die Mobile 6 entwickeln. Wir können sogar Spiele von denen vom Markt nehmen. Ich kann denen anordnen, dass die irgendwas einfach runternehmen sollen. Das ist ja krass. Guck mal, die haben sogar ein MMO. Sim Eco 2. Ist erledigt. Bei den anderen auch gemacht. Ist erledigt. Ein Klick. Können bald den dritten kaufen. Jetzt geht's, also das geht jetzt immer schneller. Boah, wie lange brauchen die für einen Patch? Ist ja unglaublich, ey. Wir brauchen echt mehr Platz und größere Abteilungen. Richtig, Game Pass Konsole. Plattform verwalten. Da müsste jetzt die 6er frei sein. Die kommt jetzt mit rein. Und das war's. Die anderen kriege ich nicht rein, die haben nur 4 Spiele. Aber die hat 5.
Und die hier, die hat nur 4, das heißt, beim nächsten Mal hat diese Konsole dann auch 5 und dann kriegen wir die auch rein. Aber das nächste Mal, Pause, machen wir nach dem Umbau. Wir kaufen jetzt erstmal von den 315 Millionen, die wir haben, mal kräftig ein hier. Und schalten mal die ganze Karte frei. Die Abteilung hier scheint groß genug mit 33. Die braucht nicht größer werden. Die kommen ganz gut voran. Die Forschungsabteilung, die ist ordentlich dabei. Die hat fast alles leer geforscht. Die brauchen wir auch nicht größer. Marketing und Kundensupport könnten sich vergrößern. Ja, Preisnachlass kommt natürlich 2 Monate, nachdem du die Gebäude gekauft hast. Wird bei mir wahrscheinlich auch gleich passieren. Aber es juckt mich nicht mehr. Ich habe immer noch 227 Millionen. Also mir ist es jetzt egal.